Oh! Verliere wir an. Nieder mit Jack! Nieder mit Jack! Ruft so viel ihr wollt. Die Kakerlake ist ruckzuck platt. Nein, ist sie nicht. Das schaffst du nicht. Du wagst es nicht. Verliere wie ein Mann und mach uns reich! Mann, wann setzt du ihn endlich ein? Was einsetzen? Den Stich des Skorpions. Sie meinten, du könntest das. Also habe ich mein Geld auf dich gesetzt. Von sowas habe ich noch nie gehört. Was? Alle in meiner Shaolin-Grundschule beherrschen das. Wenn du mir verrätst, wie das funktioniert, könnte ich mit dem Gesicht dieses Kerls den Boden aufwischen. Ich könnte es dir verraten. Dann los! Nein, wir sind hier im Gefängnis und du kennst die Regeln. Du bekommst etwas von mir, wenn du etwas für mich tust. Na gut, was willst du von mir? Ein Schuh wäre nett. Ein was? Ich habe nur einen. Ein zweiter würde mein Outfit vervollständigen. Ich bin gerade mitten in einem Grubenkampf. Wie soll ich jetzt einen anderen Schuh herzaubern? Das ist wirklich nicht mein Problem. Oh doch. Beschaff mir einen Schuh und ich bringe dir den Stich des Skorpions bei. Ach ja, Größe 12 bitte. Ihr seid hier wirklich alle bescheuert. Hallo? Kannst du mich jetzt hören? Meine Güte, das war laut! Also, was gibt's? Ich brauche einen Schuh, Größe 12. Meinen kriegst du auf keinen Fall. Einige Zuschauer werden verrückt genug sein, ihre Schuhe auf dich zu werfen, wenn du sie zur Weißglut treibst. Und wie treibe ich sie zur Weißglut? Bezeichne sie als Weicheier, das reicht schon. Oh! Verliere wie ein Mann und mach uns... Nieder mit Jack! Nieder mit Jack! Wenn ich hier fertig bin, seid ihr Weicheier dran. Was? Nimm das! Hey! Hey, das ist es. Oh, verliere wie ein Mann und mach uns reich. Dieser Schuh hat Größe 12. Deine Größe, richtig? Moment, du hast gerade etwas geworfen, oder? Deinen eigenen Schuh? Ich? Natürlich nicht. Wie kannst du nur so gemein sein und mich verdächtigen? Zeig mir deine Füße, du Lügner. Na komm, ab und zu schmeißt jeder mal was. Mit mir sind die Pferde durchgegangen. Kann ich den Schuh zurückbekommen? Ich zeige dir auch den Stich des Skorpions. Versprochen. Steh ganz still. Konzentrier dich und schau genau hin. Ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben, um... Keine Sorge. Ist schnell passiert. Der Stich des Skorpions. Danke. Oh! Verliere wie ein Mann und mach uns reich! Los, ihr Ratten! Zeigt, was ihr drauf habt! 3, 2, 1, kämpft!
Kopf. Genauso hat es sich angefühlt, als die Hafeneinfahrt in Venedig zu schmal war für meinen... Wo bin ich? Jack, konzentrier dich. Finde zu dir selbst zurück. Bist du das? Vergib mir, Jack. Ich habe wohl etwas durcheinander gebracht, als ich diese Nachrichten in deinem Geist verankert habe. Schamane, was passiert hier? Wo bin ich? Warum sehe ich aus wie... du? Also, tja, das ist ein Teil des Problems. Wie gesagt, wir müssen ein paar Dinge gerade rücken, bevor du wieder du selbst sein kannst. Diese Stimme, sie kommt offenbar aus dem Krater. Es geht um das Feuer, Jack. Das Feuer in dir, verstehst du? Nein, überhaupt nicht. Wo bin ich? Du bist in dir selbst. Und für das, was du gerade durchmachst, kannst du mir keine Schuld geben. Schaff erstmal Ordnung. Stille deinen Durst. Lösche das Feuer. Finde Ruhe und komm zu mir. Irgendwas scheint auf dem Grund des Sees zu sein, aber ich kann nicht... Ein Fisch, wie die Tätowierung des Schädelbrechers. Was ist nur los in meinem Kopf? Moment, wo habe ich diesen Schwamm her? Mit ihm musste ich im Waisenhaus jeden verdammten Tag den Boden wischen. Der Vulkan reagiert auf meine Wut. Der Schwamm aus dem Waisenhaus hat den gesamten See in sich aufgesogen. Es ist, als hätte er einen Schleier gelüftet. Bah! Der Schädelbrecher mit einem Fischkopf? Es fühlt sich schwer an, die Perlen rauszunehmen, als würde die Kiste daran ziehen. Kann man unmöglich was erkennen. Sie hat den gesamten Nebel eingesaugt und ist bis zum Bersten gefüllt. Du hast es geschafft. Gut.
Germane! Ich dachte, du wärst tot. Das bin ich, Jack. Du siehst nur die Nachricht, die ich dir hinterlassen habe. Wo hinterlassen? Dies ist dein Unterbewusstsein. Der Ort, an dem ich alles platziert habe, was ich über das Amulett und Ukumba weiß. Und? Hat's geklappt? Kann ich es sehen? Wo genau hast du es platziert? Es ist mir leider nicht gelungen, alles so anzulegen, dass es am richtigen Ort ist. Warum nicht? Jack, dein Geist ist so durcheinander, wie ich es selten gesehen habe. Ich hatte gehofft, dein Hirn wäre, ehrlich gesagt, leichter zu lesen. Aber da lag ich falsch. Tief in dir drin hast du offenbar viel von dir selbst verborgen. Genau genommen stehst du wohl an der Schwelle zum Wahnsinn. Wie bin ich hier reingekommen? Du bist am Kopf getroffen worden. Wie es aussieht, ist das der beste Weg, in dein Unterbewusstsein zu gelangen. Wie bist du hier reingekommen? Ich habe diese Nachricht in deinem Geist platziert, damit du das Geheimnis über Ukumba erfährst. Der Schatz. Von mir aus kannst du es auch der Schatz nennen, wenn es sein muss. Wie komme ich hier raus? Du musst herausfinden, wie du aufwachen kannst. Kurz bevor du aufwachst, wirst du ein Bild sehen. Dies ist der Weg zu Ukumba. Und wie wache ich auf? Du musst fallen. Tief. Sehr tief. Oder ertrinken. Oder... Danke. Hab's schon verstanden. Zeig mir den Weg zu Ukumba. Du hast gesagt, dass du den Weg in meinen Kopf gepflanzt hast. Richtig? Ja, aber du verstehst nichts. In deinem Kopf herrscht fürchterliches Durcheinander. Bevor du Ukumba erreichen kannst, musst du wieder im Kopf gesund sein. Wir müssen etwas über deine Träume herausfinden. Träume? Normalerweise habe ich keine... Wir müssen deine schlimmsten Ängste kennenlernen. Ängste? Sowas habe ich auch nicht. Wir müssen herausfinden, was dich verletzt hat und wie wir das wieder heilen können. Bist du bereit, deinen Geist zu öffnen und deine tiefsten Geheimnisse zu teilen? Na gut, bin bereit. Irgendwie, hoffe ich. Das ist gut. Oh je, was ist denn hier passiert? Deine verrückte Sprengzeit ist abgelaufen, Shu. Die Gesetze der Physik scheinen hier anderen Regeln zu folgen. Der Nebel umhüllt den Schädelbrecher, als wollte er ihn von hier aussperren. Er kann mich weder sehen noch hören. Ich kann an ihm vorbei. Sitz! Brav! Du bist so ein guter und stinkender alter Schuh. Fallen, hat er gesagt. Das ist mein schlimmster Albtraum. Aber es muss wohl sein. Was ist das?
Chinesische Gefängniswärter. Die härtesten Kerle der Welt. Das wird schwer. Oh, Verzeihung, die Herren. Jui, Jui! Jui, Pausau! Kein Mensch, Sosa! Oh, das war leichter, als ich dachte. Mal sehen.